Jo moin, im letzten Stream sind wir live auf die 7000 Trophäen gepusht. 7000 Trophäen heißt Ultimate Champion, haben wir live im Stream geschafft, war ein extrem geiler Push. Wenn ihr keine weiteren Clash-Royale-Videos hier auf dem Kanal verpassen wollt, sehr, sehr gerne kostenlos Daumen nach oben lassen, gerne kostenlos Abo da lassen. Ganz mit diesem Lockback-Deck geschafft, ist einfach OP, hat extrem viel Spaß zu spielen. Und denkt auf jeden Fall auch dran, gerne Code Morten im Shop einzutragen, alle 7 Tage erneuern. Wenn ihr mich im Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale unterstützen wollt, würde ich extrem freuen, 5% jeder Ausgaben bekomme ich. Ja, würde sagen, danke für den Support. Wir sehen uns im Game. Let's go! No damage. Aua. Wer ist denn da? Danke. Ich bin Princess Bridge. Muss ein Eismagier committen. Nado ist okay. Ich nehme mit. King ist zwar an, aber wir haben jetzt einen Damage gemacht. Das Matchup ist Triple unmöglich, wir dürfen bloß nicht. Wir müssen bis zu Triple so viel Damage machen, dass wir besser nicht mehr comebacken können. Jetzt wird's halt eklig. Double und Triple wird echt eklig, weil wir nicht viel Damage bekommen können, wenn er die ganze Zeit Baby Dings setzt. Genau. Das wird jetzt aber Damage werden, auch wenn er Nade tut. Sehr gut. Logan das. Zeigen die nächste Princess durch. Gönn bitte, danke. Der Nedo war fragwürdig, let's go! Hä? Digga, was? Warum hat, ich dachte, da kommen wir am Turm, Digga, what? Okay, wie war der nicht am Turm in dem Moment? Muss man das verstehen? Ich hätte schwören können, dass der am Turm war. Okay, krass. Nice, jetzt ist das Game noch lange nicht gewonnen. Das ist aber guter Damage. Also das habe ich jetzt echt nicht verstanden. Ich war mir so sicher, dass der am Turm war. Der Baby Dank kommt noch 10 Jahre später. Gutes Game, let's go. Nächstes Game, okay, Magma. Good luck. Wenn ich schon wieder Überkommen-Cold sehe, weiß ich immer nicht, was das sein soll. Das ist Graveyard, das könnte Graveyard sein. Aua, es ist das 3 Müsli-Deck. Es gibt manchmal so Decks in. Oh fuck. In Cash-Royale, die so über eine Nacht einfach mit Birken werden, das gehört dazu. This is the future.
Das ist aber ein schlechtes Log von ihm. Auch schlechte Art, dass man spielt nicht einfach eine Goblin hat. Da wäre ein fettes Problem. Er hat ein richtig fettes Problem. Das Problem heißt Turm ist down. Okay, das hat er nicht gut gespielt. Das ist natürlich Magma gegen Skanoia. Nee, das Deck, das kenne ich auch. Das Deck ist gut. Das Deck ist gut, wenn es gerade Platz 1 der Welt wäre. Einer, also das Deck gibt es schon länger. Aber das Deck gibt es nicht heute. Aber ich habe schon öfters gesehen. So, ein Second Lock durch. Jetzt kommen gleich die Royal Hawks. Die Defense? Ja. Lässt sich hier sehen. Princess wird auch noch Hit am Turm bekommen. Jetzt sind die Artisten Lock Range. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Real Talk, geben Sie Scanbow ist broken. Oder Scanbow ist allgemein broken. GG war kein einfaches Matchup, würde ich sagen. Wir haben es gewonnen. Wir haben keinen großen Spell. Wir haben nichts gegen Goblinheart. Aber wir gewinnen das Spiel. Das gefällt mir. Sehr, sehr geil. Okay, oh, das ist Lockbait. Das ist auch Lockbait, aber ich spiele mit Kennekard und Snowball. Okay. Das sollte echt ein ganz gutes Matchup sein. Das einzige Problem könnte aber Rakete sein, die Wocket. Gute Team mit mir, okay. Nicht. Der Typ ist der Beste mit dem Deck. Das ist so klar, ne? Das war so predictable. Dass er das macht. Deswegen habe ich nichts gesetzt an die Bridge, weil mir ist so klar, was das machen wird. Nobel muss kommen. Sagen wir es so. Er gibt auf. Sagen wir es so, selbst wenn er den Snowball perfekt getimed hätte, hätte er trotzdem wahrscheinlich verloren gehabt. Er hätte so einen krassen Exil-Rückstand, weil wir ihn einmal hier predicted haben mit dem Play. Selbst wenn er da gesnowballt hätte, wir hätten so viel Damage bekommen. Mal schauen, wie gut unser Deck gegen Golem ist. Ich spiele Scamber an die Bridge. Ice Geist, okay. Hogexy. Junge. Hogexy, Digga, was ist mit Hero los? Wir sind mit dem aggressiven Princess on the Bridge, ist ein guter Play. Okay, ich habe einen Plan. Ja, oh mein, oh ja, oi! Okay. Gefällt mir. Jetzt rein mit dem Scalibur, er muss es verteidigen teuer. Ja, der ist dran! Digga, jetzt retarget der mir das Geld. Das ist so weird, Champ. Wenn ich jetzt den Prince an die Brücke bringe, er hat zwei Optionen. Er hat die Option, er hat drei Optionen. Er könnte loggen. Beiden so log ready. Er wird dabei eines bringen. Ja. Okay.
Was hat er überhaupt? Ja, er hat jetzt wieder Logan Cycle. Long das. Da kommt rein. Oh ne, Digga, die Rakete kommt in die Ölsch gelümmelt. Ich weiß jetzt, dass er kein Dings im Cycle hat. Ist doch schlecht. Er muss noch Nadeln. Da hat Goblin! Oh mein Gott, der MVP! Der MVP Goblin! Och, Digga, es ist so viel Damage, let's go. Wir muss, er wird jetzt eine Valkyrie halb hochspielen. Nee, spielt es noch nicht, dann gehen wir aggressiv und Künstler an die Bridge. Hier ist mal ein guter Schweinereiter von ihm, ich weiß nicht, ob es so absichtbar. Okay, jetzt Triple X ist halt, wird es halt schwierig, Damage zu bekommen. Lock kommt. Hier doch auch wieder, ne? Ich glaube, wir müssen jetzt über Lock-Cycle gehen. Defensives Lock lieber, um keine zu kassieren. Er hat keinen Lock mehr. Kobold fast rein. Nach hinten, weil er wird Nado spielen müssen. Guter Execution von ihm. Gönn, ja, so viel Damage! 1,18 noch. Wir haben keinen großen Spell, das heißt, wir müssen noch konzentriert spielen. Bombenturm. Wir loggen das einfach. Kein Hit. Goblin Barrel dahin. Er wird wieder loggen. Aber, okay, gut, es loggt. Okay, er hat es auch nicht gecheckt. Ist auch nicht mitgerechnet. Der lockt das. Reicht das für ein Hit? Nee, ne? Gönn doch jetzt mal. Oh, Death Damage ist dran. Death Damage ist dran. Oh, Digga, das ist mehr als Death Damage. Das ist der Turm. Let's go. Let's go. Endlich mal ein gutes Matchup gehabt gegen Hero. Geiles Game. Sehr, sehr nice, Jungs. 7000 Trophäen. 7000 Trophäen. Let's go. Der Wurm, Jungs. Der Wurm. 7000 Trophäen schmeckt.